dem Trainingslager des FC Hansa Rostock werden präsentiert vom Hotel Sportforum. Am fünften Tag des Trainingslagers in La Manga stand für die Mannschaft des FC Hansa Rostock eine besondere Trainingseinheit auf dem Plan. Dieses Mal ging es allerdings nicht auf dem Platz zur Sache, vielmehr hieß es gemeinsam den Berg erklimmen und die Herausforderung meistern. Denn um auch das Zusammengehörigkeitsgefühl und den Teamgeist weiter zu stärken, hatte sich das Trainerteam um Carsten Baumann etwas ganz Spezielles ausgedacht. Und so wurde der Fußball heute ausnahmsweise gegen Fahrrad und Helm getauscht. Die Aufgabe, alle 24 fitten Spieler sollten eine Strecke von ca. 8 Kilometern in weniger als 45 Minuten bewältigen. Die Schwierigkeit dabei war, sich nur anhand einer ausgedruckten Karte zu orientieren und den langen, beschwerlichen Weg, der über massive Berganstiege ging, nicht zu verlassen. Die Belohnung? Ein freier Nachmittag. Einzige Bedingung, alle Spieler mussten koordinieren, wer die nur 8 Fahrräder nutzen darf und zusammen in der vorgegebenen Zeit im Ziel ankommen. Als Beweis, dass alle den Parcours bewältigt haben, gab es 3 Checkpoints, an denen je ein Teamfoto gemacht wurde. Genau wie bei den täglichen Trainingseinheiten wurde Seite an Seite gearbeitet, geschwitzt und für das gemeinsame Ziel gekämpft. Denn schließlich heißt es auch später, wenn es für den FC Hansa wieder um Punkte geht, nur gemeinsam können wir es schaffen. Und wie gut das bereits funktioniert, haben unsere Jungs heute schon bewiesen. Denn das Team war in weniger als 37 Minuten im Ziel.